Wir sind jetzt hier im Zillertal beim sogenannten Zillertal Battle, ein besonderes Rennen, wo es darum geht, nur mit B-Schirmen zu starten, also auch Cracks, die normalerweise andere Schirme fliegen, starten hier heute auch mit B-Schirmen. Und ja, die Bedingungen sind nicht so optimal. Wir sind hier am Melchboden, Startplatz Melchboden. Und eigentlich ein schöner Startplatz. Jetzt startet gerade einer. Gucken wir mal gerade, wie der startet. Ja, geht ganz okay. Aber die Bedingungen sind nicht so ganz optimal. Der Wind kommt teilweise aus Ost, überregional eigentlich auch Ost, aber derzeit so ein bisschen aus Süd. Wir wissen also nicht so ganz genau, wie sich das Wetter entwickeln wird. Thermisch geht es nicht wirklich gut. Die ganzen Piloten, die jetzt hier gerade in der Luft sind, die kämpfen also damit, hier die Höhe am Startplatz zu halten, bevor dann offiziell das Startfenster aufgeht. Startfenster ist da drüben irgendwo, also weiter Richtung Inntal. Und in den nächsten 30 Minuten muss man starten. Und dann wollen wir mal schauen, wie es denn weitergeht. Wenn wir mal da drüben Richtung Süden schauen, da sehen wir dann aus Südtirol schon ziemlich starke Überentwicklung. Das heißt, die Wolken sind schon ziemlich dunkel. Das ist also die drohende Gewittersituation, die uns gegen Mittag hier erwarten wird oder frühen Nachmittag. Jetzt 12.40 Uhr bedeutet also, dass wir zwar noch fliegen können, aber die Frage ist, wie lange noch? Und es ist ein Task von 70 Kilometern. Insofern wird es schwierig sein, natürlich den auszufliegen, selbst für diejenigen, die es normalerweise problemlos schaffen werden. Vielleicht kann ich gleich noch ein paar Aufnahmen aus der Luft machen. Jetzt erstmal muss ich mich selbst mal in die Luft bewegen. Ja, jetzt also doch noch ein paar Bilder aus der Luft. Mittlerweile fliege ich von Turnpoint 3 zu Turnpoint 4. Ja, die ersten beiden Lifts gingen eigentlich ziemlich gut. Also die ersten beiden Turnpoints waren gut zu machen. Danach aber eine relativ lange Strecke hier Richtung Norden zu Turnpoint 4. Zu Turnpoint 3. Und jetzt wieder zurück zu Turnpoint 4. Davon bin ich jetzt ungefähr... noch 800 Meter entfernt. Und wenn ich den Turnpoint dann habe, dann kann ich eigentlich direkt wieder umdrehen und wieder Richtung Norden fliegen. Und da dann auf der Talquerungsseite kommt dann der Turnpoint 6, 7 und 6 und 7. Und dann geht es dann auch schon Richtung Goal. Ob ich es schaffen werde, keine Ahnung. Das Wetter wird zunehmend schlechter. In Richtung Süden kann man deutlich erkennen, dass sich so eine Gewitterfront nähert. Man muss also irgendwann auch entscheiden, selbst abzubrechen, um sie nicht undeutlich zu gefährden. Man versucht so schnell wie möglich vorwärts zu kommen. Jetzt also voll beschleunigt natürlich oder halb beschleunigt im Moment. Und jetzt heißt es irgendwann, Turnpoint 4 zu erreichen. Hälfte der Strecke habe ich jetzt. Ich hoffe, dass ich da vorne noch mal ein bisschen nach oben komme, sodass ich da eine Chance habe, noch mal ein bisschen höher zu machen, um dann wieder in die andere Richtung die Talquerung zu machen. Schauen wir mal. Erster Tag des Zillertal-Battles erfolgreich hinter mich gebracht. Bin ganz zufrieden. Jetzt war aber auch wirklich nichts mehr machbar. Man sieht da drüben, landet jetzt gleich der nächste Pilot. Werden wahrscheinlich sehr viele, die nicht von vornherein sich oben an der Rippe gehalten haben, relativ früh jetzt landen müssen, weil thermisch geht jetzt nun mal gar nichts mehr. Man sieht hinter mir da drüben und da drüben wird jetzt die nächste, in den nächsten ein, zwei Stunden wird die Gewitterfront reinkommen. Also keine Chance mehr, dann auch sicher weiterzufliegen. Das ganze Tal ist mittlerweile abgeschattet. Man sieht es überall. Nur noch ganz, ganz wenige Sonnenstrahlen, die durchkommen. Und das bedeutet natürlich kaum noch Thermik. Insofern, sicheres Landen hat jetzt einfach Priorität. Ich freue mich, Turnpoint 5 erfolgreich absolviert. Wenn ich jetzt noch höher gewesen wäre, dann hätte man einfach noch weiter durchfliegen können und wäre dann automatisch an Turnpoint 6 und 7 vorbeigekommen und dann auch eben ins Ziel gekommen. Aber so leider nicht. Macht aber nichts. Total schöner Tag heute. Total schöner Task heute. Insofern fange ich jetzt mal zusammen und schau mal, dass ich wieder zurück nach Meierhofen komme.